Es geht in die 100er Kategorie und in dem Sinne natürlich auch willkommen zurück zu Mario Kart 8. Natürlich 100er, wir machen alles mit allen. Das soll so sein. Melinda! Ja, ja. Und wir nutzen mal. Ach komm, wir nutzen jetzt einfach mal eins nach dem anderen, das Getöffe hier. Natürlich wählen wir auch die alten Cups. Ja! Noch 200 fahren, alles, ja, und hab gelesen vorhin, man kann im Online-Modus einstellen 200 CCM, das werde ich dann ab dann auch tun, nicht nur tun, sondern wirklich tun, und ich freue mich drauf, mal schauen, wie ich mich da blöd nicht schlage. So, kennen wir, schöner Apfel. Sehe ich gerade so vor mir auf dem Pad. Melinda! Das ist doch immer gleich. Also irgendwie hatte ich das Gefühl bei erstmal, dass hier sich das Ganze abhebt. Ja. Mann, wieso trinke ich eigentlich Kaffee nach dem Essen, wenn ihr jetzt trotzdem. Ups, ich hab das so gesehen. Doch, was war denn das jetzt? Hey, ich werde mich doch hier im 110 fertig machen, du. Das will ich euch nicht anraten. Nee, ich habe natürlich schon beim ersten Download und dann gedacht, soll ich nur die neuen Strecken fahren, aber nein, das ist ein Let's Play und Let's Play heißt für mich alle Cups in allen Kategorien. Also bitte verzeiht mir, wenn jetzt halt hier zuerst noch ein paar Parts kommen, bevor es dann in 200 CCM geht mit allem. Also wir haben noch die 150 vor uns und noch die gespiegelten und dann natürlich mit allen Cups noch die 200er. Also bitte habt Geduld, ich hab sie mit mir auch und Mano Meda, alter Peter. Okay. Nee, die Strecke hebt euch doch wirklich ab. Hä? Moment! Oder nicht? Nee, bleib gleich. Aber schön, schön. Also ich weiß ja, die Strecke gab es doch auch für den 3DS, oder? War das nicht einfach eine 3DS-Strecke oder eine DS? Irgendwas, sie wurde auf dem Handheld doch auch geremaked, aber natürlich nicht mit Umgebung und alles, sondern nur gerade die Strecke. Ja, es war, glaube ich, auf. Ich weiß nicht mehr wo. Naja. Bullet Bill Away. Käsesohlenland. Ich meine Fußsohlenland. Irgendwie mag ich die Strecke. Ich sage nicht nur, weil ich Käse mag. Nicht nur, weil ich Schweizer bin. Sondern weil. Ja, Käsebaum. Hey, wer bist denn du? Wer ist hier wieder der First Platz? Ich sehe nichts. Ah, Baby Peach. Baby Peach, geh zurück in die Wiege. Ich gebe dir einen Schnuller und dann bist du ruhig. Nein. Kinder dürfen mitmachen. Kinder dürfen quaken und brüllen und alles. Du wirst mir jetzt aber sicher nicht diesen verdammten... Nein. Okay. Ich wollte dich bashen. Nein, von Mel Brooks, doch auch der John Candy, ein Mütter, eine Mischung aus Mensch und Köte, das ist doch auch so ein Mütter, oder? Tigger! Wesens schaut die Melinda immer schön gerade, ja, das ist nicht so wie die Bewohner, immer so auf die Seite schielen, ne? Der erschreckt mich immer wieder. Mann, ich freue mich auf die 200 CC. Ich bin ja nicht einer der
ja, überall Abkürzungen sieht und die auch weiß, ein ganz wenig paar, weiß ich aber sonst. Ich freue mich echt auf die 210. Die sind ja wirklich so gemacht. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich weiß es ganz sicher nicht. Im Facebook habe ich ja viel gelesen, ja, immer wenn natürlich Mario Kart dort die neuen Strecken veröffentlicht hat. Nein, du kommst nicht nach vorne. Dann haben natürlich viele Kommentare geschrieben, ey, sie fahren sich auch bei der und der Strecke, die easy und die Abkürzung noch geht. Oder sie schreiben ja manchmal, ob die manchmal, nein, manchmal würde sowas gefixt werden. Also kennt ihr euch, Mann, ich bin heute so nichts drauf hier. Ah, Mann, Mario musste mir in die Seite preschen. Nein, ich hätte die Kurve, ich hätte die Kurve. Alter, das war haarsträubend. Boing, boing, Mann, ich krieg Baby Peach nicht mehr gebacken. Naja, ich hab's, kann sie ja noch einholen. Stellenmäßig wird's auch noch erreichen. Oh, ist ja schön, ja, ja. Nein, gibt es unter euch Mario Kart Veteran, also Fahrer, die von jeder Strecke die Abkürzungen wissen und beziehungsweise wissen, ob die nachhinein von Mario Kart von Download denn gefixt werden können? Also wisst ihr da was? Ich bin da kein Abkürzungsprophet, ich weiß das und habe gedacht, wieso laufen diese blöde. Wieso stehen die Toads da an der Wand? Ist mir ja vorhin aufgefallen und plötzlich sagen, ah ja, ist ja Gravitation. Und diese Strecke finde ich echt genial. Ich find's genial, was Nintendo hier macht. Ich find's genial. Und es wurde auch seit dem Download-Content da ist, wurde Nintendo sehr gelobt, ja. Nintendo mache das sehr, sehr gut hier mit dem Download-Content. Ja, Mann, ihr wollt ja noch die andere Göre überholen. Ey, habt ihr's bald! Ei! Gibt's doch nicht. Sowas muss ich mir in meinem hohen wie sagt man schon? Hab vergessen, wie man sagt, wenn man was vergisst. Oh Mann. So weit bin ich schon. So weit. Naja, ist auch Wochenende. Hab ganz vergessen, den Part noch aufzunehmen, denn ich hatte eigentlich wollte hier am Donnerstag viel machen, aber ich habe dann plötzlich gemerkt, also vielleicht sind jetzt die zukünftigen Parts schneller, aber das hast du verdient, du Göre. Baby Rosalina, was machst du hier vorne? Machst du das? Mit dem Stachelpanzer? Nein, also ich denke mal, die zukünftigen Cups werden dann schon die Parts unter 15 Minuten dauern. Nein, nicht mit mir, du. Und es leckt, irgendwie leckt. Kann das sein? Irgendwie es leckt. Jedenfalls hat der erste Part 50 CTM wirklich fast 20 Minuten gebraucht und hochladen braucht das dann. Ich meine, da war mit anderen die Internetverbindung schlecht war, weil alle Mario Kart gefahren sind. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat, aber jedenfalls. Ja. Hat ziemlich lange gedauert. Nein, was soll denn das? Lass mich doch mal in Ruhe. Immer alle auf dem kleinen Schweizer, wie immer. Aber ich denke, dass die zukünftigen Parts da schon schneller sind. Und gestern bei euch, ja, ich denke, der Part wird heute noch kommen. Heute Samstag. Gestern hatte ich keine Zeit, gestern hatte ich am Abend, musste ich an ein Essen und kam erst irgendwie um 11 Uhr nach Hause und habe ich nur noch ein bisschen Bloodborne gespielt. Entschuldigung. Ja. Nein, ich weiß, das Mario Kart hier, das gibt wieder viele Parts. Nein, schon die 210 hier, das gibt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neue Parts.
What was injured in the letzten Stücke? Ja. Hey. Ist das jetzt Frühling? So, dann werden die Stücke wohl in jedem Pub anders aussehen. Ist so meine Vermutung. Das ist jetzt Frühling, oder? So. Ich muss ja sagen, ich kapiere es. Ich habe mich auch... Ich weiß nur, dass bei der 50 CCM war hier alles Sommer und jetzt scheint es irgendwie Frühling zu sein. Ja, wir werden es dann sehen in den späteren Cups, ob dann... Resetti, du alte Pflaume! Du altes Diktat. Nein, nein. Eieiei, das... Entschuldigung, das musste. Das musste. Das musste, das kann man nicht gut. Ja. Nicht gut unterdrücken, das sollte ich sagen. Mann, ihr blöden Tauben, verschwindet doch. Und du... Alter! Ich wollte doch jetzt diesen verdammten... Na gut, Windschattenbonus. Ey, geil! Ja. Verdammt nochmal. Komm doch! Und ja, Pius hat mir auch geschrieben, dass man... Ich wusste es zwar irgendwo im Hinterkopf noch, aber ich bin doch froh, dass ich das nochmal gelesen habe. Pius hat mir geschrieben. Ja, man kann online die 200 CCM einstellen. Und das werde ich. Ich werde ab jetzt wahrscheinlich nur noch 200 CCM fahren. Wenn es dann geht, wie ich da gelesen habe, was ich schon denke. Und dann 200 CCM. Wenn zukünftige Mario Kart 8 parkt, Mario Kart 8 online parkt, 200 CCM und ich kriege noch mehr eins auf die Schnauze von euch. Im Sonnen entgegen, jaha. Ja, ich hab volle, was ist das eigentlich? Volle Säcken, volle, Nikolaus-Säcken, was ist das eigentlich links unten? Sind ja keine Münzen. Doch, sind Münzen schon, aber, naja. Mann, es leckt, irgendwie leckt. Irgendwie leckt. Ich glaube, ich habe auf Steam zu viele Spiele gedownloadet. Aber ihr gemerkt, dass wenn ich letzte Zeit geschnitten habe, dass er die Internetverbindung sau abgekackt hat. Naja! Ich habe auch viel gedownloadet in letzter Zeit, Lex Mortis und Pinball und was habe ich noch alles und Besiege, da möchte ich endlich mal irgendwann ein anderes Let's Play machen, aber bin noch nicht dazu gekommen, war ein guter Tipp von Criperia, Besiege, ja, Lex Mortis ist für mich, für meinen PC etwas zu stark, das ruckelt die ganze Zeit und lässt sich irgendwie nicht richtig updaten, deshalb hänge ich da immer irgendwie fest. Naja. So, was bin ich geworden? Erste oder letzte? Ich glaube erste. Die letzten beißen die Hunde. Wuff wuff. Ach, ist das schön. Und Sternchen? Zwei Sternchen. Schön. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bis dann. Tschüss.